El Shani. Gesponsert wird dieser Kampf vom MPC International, Ihr Experte für Effizienzsteigerungen und Turnaround-Maßnahmen in Ihrem Unternehmen. Wir sehen einen Kickboxkampf nach K1 Rules angesetzt auf 3 Runden, 2 Minuten. Die letzten Instruktionen vom Referee sind erfolgt. Punkterichter sind bereit. Ringfrei, Runde 1. So, darf ich euch zu der Veranstaltung. Ich habe heute die Ehre, auch mein Debüt als Kommentatorin zu geben. Für euch am Mikro, Michaela Michel, und im Wechsel mit Julia Ott, die mich unterstützen wird, um euch durch unsere erste Veranstaltung zu führen. Dafür, dass beide Kämpfer noch nicht wirklich erfahren sind, klappt es wunderbar. Beide sehr versiert. Ärger sehr zielorientiert, Hände hoch, beiden Schenken sind mir überhaupt nichts. Ja, erste Runde schon vorbei. Veranstaltungen gekämpft haben. Beide wachsam. Beide wirklich auch sehr technisch schon am Arbeiten. Wir haben diesen wunderschönen Drehkick gesehen von Faisal. Ja, schauen wir mal, was der Abend noch bringt. Sitz aus, Betreuer, verlassen bitte den Ring. Ringfrei, Runde 2. Am
allein schon auch die Arbeit, Kopf, Körper, beide sind wirklich immer wieder am Ringen. Beide suchen die Ringmitte. Und immer wieder schön mit Abschluss. Vor allem für Kämpfer, die einfach noch nicht so erfahren sind. Das ist einfach ein großes Highlight, bei sowas zu kämpfen. Und da ist natürlich dann auch so ein Nervenflatter ein bisschen mit dabei, sodass einiges technisch nicht mehr so umsetzbar ist. Aber beide lösen das wunderbar. Hören auch wunderbar auf ihre Ecken, immer wieder mit dem Abschluss. Erik treibt ihn sich immer wieder schön heran, aber Faisal kontert. So, da wird nochmal die Schutzkleidung gerichtet. Und da ist Erik wieder im Vorwärtsgang. Und immer wieder schön die Körpermitte. Er arbeitet sich vor, schiebt ihn sich voran. Geht hinterher. Faisal konnte gut ab. Aber Erik treibt ihn sich voran und setzt immer wieder eine Aktion nach. Sie schenken sich wirklich beide überhaupt nichts. Oh, das war eine schöne Linke. Faisal wird langsam ein bisschen nachlässig, indem er mal die Deckung fallen lässt. Da sind wir schon bei den letzten 10 Sekunden der zweiten Runde. So, da kommen wir in die dritte Runde. Beide Kämpfer haben nochmal Instruktionen bekommen von ihrer Ecke. Beide sind nochmal bereit, alles zu geben. Wie man sieht, hier handelt es sich immer um Kämpfer unter 18 Jahren. Deswegen tragen beide auch Schienbeinschoner. Runde 3. Ein schön angesetzter Highkick, aber einmal kurz zu Boden. Erik versucht weiterhin die Ringmitte zu dominieren. Faisal hat eine unerlaubte Technik angewandt und wurde deswegen ermahnt, wie man gesehen hat. Sachen, die in diesem Regelwerk der SK nicht erlaubt sind bei der K1. Auch in der letzten Runde geben beide nochmal. Erik ist immer im Vorwärtsgang. Faisal antwortet sofort. War wieder ein schöner Drehkick. Eine Minute noch. Beide kämpfen nochmal mit allem, was sie haben. Die letzten Kräfte. Das passiert natürlich auch gegen Ende der letzten Runde. Immer mehr Leichtsinnsfehler, weil man nochmal ein bisschen die letzten Kraftreserven sucht und aktiviert.
Da wird Erik angezählt. Ja, es kommt. Letzten 10 Sekunden. Und so ist der erste Kampf der ersten On the Rise Fight Night Geschichte. Beide Kämpfer haben sich nichts geschenkt. Und dafür, dass es so eine erste Veranstaltung für beide ist, ganz stark präsentiert, technisch schön sauber gearbeitet, Techniken gezeigt, die man eher erst bei Profis erwartet. Erik hat versucht, von der Ringmitte aus zu dominieren, seinem Gegner die Wege abzuschneiden. Faisal hat des Öfteren gut abgekontert, ein, zwei Techniken aus dem Muay Thai angewandt, die nicht erlaubt sind im K1-Regelwerk, dafür auch ermahnt wurden, aber in der Summe ganz stark gearbeitet, hat ihn immer wieder gut abgekontert, stabile Drehkicks gezeigt. Ich bin gespannt aufs Urteil. Da werden schon die ersten Selfies gemacht. So, Musik etwas leiser. Wir kommen zur offiziellen Urteilsverkündung. Sieger nach Punkten in der roten Ecke. Herzlichen Glückwunsch an das Powerhouse Hannover. Beide haben sehr stark gekämpft. Das Powerhouse Hannover hat immer wieder schöne und starke Kämpfer.